Wünschen Ihnen allen Prosit Neujahr! In Wien haben die Philharmoniker das neue Jahr mit ihrem traditionellen Konzert im Wiener Musikverein eingeläutet, vor etwa 1000 Zuschauern. Dirigent war zum dritten Mal Daniel Barenboim. In London haben zehntausende Menschen am Ufer der Themse Silvester gefeiert. Zum ersten Mal seit 4 Jahren ertönte wieder die Glocke im Big Ben, einem der Wahrzeichen der Stadt. Am Eiffelturm in Paris gab es in diesem Jahr kein Feuerwerk. Viele Festivitäten in der französischen Hauptstadt waren abgesagt worden. Auf dem Champs-Élysées war es verboten, mit Sekt anzustoßen. Dennoch versammelten sich zehntausende Menschen dort. In der spanischen Hauptstadt Madrid fanden wieder die traditionellen Straßenfeiern statt. Allerdings war der Zugang zu einigen Orten in der Stadt begrenzt. Etwa 7000 Menschen durften um Mitternacht auf den zentralen Platz Puerta del Sol kommen. Auch in New York feierte man auf den zentralen Plätzen wie gewohnt mit großem Pomp. Am Times Square glitt um Mitternacht ein leuchtender Kristallball an einem Fahnenmast herunter, der sogenannte Ball Drop. Unter dem Jubel tausender Menschen wurde so das neue Jahr eingeläutet. Es regnete Konfetti und durch die Straßen schallte das Lied New York, New York.